Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofurie, heute mit dem Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Bei knapp über 50.000 Euro, da startet der Jeep Grand Cherokee. Der Trailhawk, den wir hier haben, der legt dann bei knapp über 64.000 Euro los und unser Modell hier kostet knapp unter 70.000 Euro. Nun, der Trailhawk ist etwas ganz Besonderes im Grand Cherokee Portfolio. Er ist nämlich, ihr seht es vielleicht auch schon, die absolute Offroad-Variante der Grand Cherokee-Modelle. Theoretisch gesehen kann jeder Grand Cherokee viel, auch viel im Gelände, aber der hier, der kann noch mehr. Dass er ein spezielles Modell ist, das sieht man direkt schon an der Front. Die Schürze ist etwas anders geschnitten, eben um einen höheren Böschungswinkel zu haben. Nur mal so als Beispiel. Alle Offroad-Werte findet ihr übrigens in der Infobox. Und weiter geht's dann hier mit der Motorhaube. Das ist keine Kriegsbemalung aus des Spaßes wegen, sondern um die Sonneneinstrahlung auf der Motorhaube zu reduzieren, sodass der Fahrer nicht geblendet wird. Funktioniert übrigens. Weiter geht's dann an der Seite. Und zwar mit den Reifen. Ja, die 18 Zoll Felgen sind vielleicht etwas klein. Larissa würde sagen, zu klein. Aber wir haben hier ganz spezielles Gummi drauf. Diese Reifen sind nämlich an der Seitenwand nochmal mit Kevlar verstärkt. Hat natürlich den primären Zweck, im Offroad-Gelände einfach länger durchzuhalten, aber hat auch den kleinen Nebeneffekt, dass man es mit dem einen oder anderen Bordstein ganz locker aufnehmen kann. Und wenn das noch nicht aussagekräftig genug ist, dann das hier, das Trail-Rated-Emblem. Das bekommt bei Jeep nämlich nur das Fahrzeug, was ohne zusätzliche technische Hilfsmittel oder Zusatzgeräte den kalifornischen Rubicon Trail bewältigen kann. Und ich kann euch so viel sagen, der ist garantiert kein Picknick. Und was darf dabei neben robusten und widerstandsfähigen Reifen nicht fehlen? Klar, Allradantrieb haben wir im Trailhawk auch, und zwar den Quadradreif 2. Zudem auch hier an der Hinterachse ein elektronisch geregeltes Sperrdifferenzial mit Schlupfbegrenzung. Und ihr seht es auch schon, das darf auch nicht fehlen, Luftfederung. Denn so kann man einfach mal den Trailhawk auch ganz normal in der Stadt benutzen, wenn es in der Tiefgarage mal etwas knapp wird. Er lässt sich nämlich 40 mm tiefer senken, um das Einsteigen zu erleichtern. Oder wie ihr es jetzt hier seht, um 55 mm anheben in der sogenannten Offroad 2-Stufe. Damit ist dann, wie gesagt, auch der Rubicon Trail möglich. Und zu guter Letzt, klar, Gepäck kann er auch noch mitnehmen, und zwar auch ordentlich 782 Liter bis 1554 Liter kann er zuladen, beziehungsweise 549 Kilogramm. Und aus irgendeinem Grund darf der Trailhawk nur knapp unter 3 Tonnen anhängen. Alle anderen Jeep Grand Cherokee Modelle dürfen ja 3,5 Tonnen. Kleine Anmerkung zum Kofferraum, wer auch immer hier diese Chromschienen reingebaut hat, die sind etwas problematisch, denn alles, was man da draufstellt, rutscht gerne mal rum. Hier vor haben wir neben sehr viel Platz, also Fahrersitz, kennt ihr, ist auf meine 1,80 Meter eingestellt. Kniefreiheit super, Kopffreiheit auch super, mehr als eine gesamte Hand nach oben Platz, also platztechnisch überhaupt kein Problem. Aber, wie gesagt, auch Annehmlichkeit neben Sitzheizung hier auf den äußeren Vorsitzen und zweimal USB haben wir in unserem Modell auch das Entertainment-System, das heißt zwei ausklappbare Screens hier. Die funktionieren auch wirklich gut. Hier kann man dann in dem jeweils vorderen Sitz das Ganze auch nochmal per AV oder HDMI anschließen. Von der Qualität würde ich sagen, sie sind ganz ordentlich. Für eine längere Fahrt kann man sich damit gut, ja, die Zeit vertreiben, aber verglichen mit aktuellen Tablet-Generationen, da kann der Screen dann nicht mehr ganz mithalten. Währenddessen am Trailhawk außen eigentlich gar kein Chrom zu finden ist, taucht es dann hier innen wieder dezent auf. Also hier ein paar Zierelemente, die sich primär um die Mittelkonsole ziehen. Dann von den Sitzen neben der Trailhawk-Kennzeichnung in Leder-Velour gehalten, haben für mich so einen leichten Retro-Charakter, sind aber sehr komfortabel auf längeren Fahrten. Die größte Änderung hier im Innenraum im Modelljahr 2017, da gehört dieser Trailhawk nämlich hin, ist die andere Charakteristik des Gangwahlhebels. Der ist einfach etwas anders geschnitten. Ansonsten ist alles, wie man es vom Jeep Grand Cherokee kennt, insbesondere hier mit der ganz wichtigen Kontrollsteuerung für
die Fahrmodi. Die sind unterteilt in Snow, Sand, Auto, Mud und Rock. Daneben können wir noch die Luftfederung in 5 Stufen verstellen und auch hier die 4WD Low Untersetzung. Dafür müssen wir dann aber hier im Gangwahlhebel einmal in N und dann ist die Untersetzung fürs Gelände drin. Der U-Connect Screen hier in 8,4 Zoll hat auch noch mal ein paar besondere Ansichten für eben den Trailhawk, für die diversen Offroad-Modi. Dabei sehen wir noch mal genauer, wie wir uns aktuell im Gelände bewegen, sollten wir mal die Übersicht verloren haben. Als Antrieb dient hier wirklich ein Motor, der muss hier rein, nämlich ein V6 Turbodiesel mit 250 PS, aber auch ordentlichem Drehmoment von 570 Newtonmeter. Normverbrauch 7 Liter. Gut, da sind wir jetzt mit 8 bis 9,5 Liter doch leicht dezent drüber. Ich denke, die äußere Optik gibt es schon vor. Der Trailhawk ist jetzt nicht unbedingt der Stadt-Cowboy. Die Reifen machen sich doch auf längeren Fahrten so oberhalb von 130, 140 km/h doch deutlich bemerkbar. Wie gesagt, er gehört einfach ins Gelände. Aber wir haben auch hier solche Geschichten wie Assistenten, Sportmodus, Eco-Modus. Also primär fahren wir eigentlich die ganze Zeit im Eco-Modus. Den Sportmodus braucht man eigentlich wirklich, kann man hier aktivieren in der Mittelkonsole. Und dann ist die Automatik etwas zackiger, die Gaspedalstellung bzw. die Kennlinien dafür sind etwas direkter, etwas knackiger. Aber wie gesagt, man braucht ihn nicht wirklich. Im Sportmodus fährt er übrigens auch direkt in den Aero-Mode. Das ist so eine minimale Stufe über dem Entry-Level, die er auch einnimmt, wenn man auf Autobahngeschwindigkeiten unterwegs ist. Generell ist er dementsprechend auch kein Hochdynamiker wie etwa der Trackhawk, den es ja vom Grand Cherokee auch gibt. Aber man hat schon etwas Prestigeträchtiges, denn man sitzt wirklich definitiv höher als in jedem SUV, auch in der Aero-Stufe. Und man spürt einfach, die Leute haben einen gewissen und gesunden Respekt vor diesem Auto, einfach schon aufgrund der Wirkung. Dabei fehlen aber auch trotzdem keine Annehmlichkeiten, wie wir sie hier etwa mit dem Spurhalteassistent haben, der hier einmal grün aktiviert wird und dann immer eine Korrektur ausführt und sich dann immer wieder kurz deaktiviert. Das ist leider etwas schade, aber diese eine Korrektur ist relativ präzise. Wie gesagt, dann wird es immer kurz orange, dann muss er sich erst wieder neu kalibrieren. Er reagiert tendenziell gesehen etwas spät, aber ist ganz nett, es hier mit dabei zu haben. Auch ganz nett, oder es entscheidet jeder für sich selber. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, einen Tempomat einzustellen. Das eine ist hier im großen Kreuz der ganz klassische Tempomat, der einfach nur die Geschwindigkeit hält. Und hier unten sehen wir dann auch nochmal die Anzeigen für den Abstand. Das heißt, hier ist dann der zweite Tempomat, der ACC, der dann auch wirklich noch den Abstand mit integriert hält. Und dann darüber hinaus können wir noch den Spurhalteassistenten aktivieren. Also je nachdem, was man möchte. Einfach nur Geschwindigkeit halten oder auch Abstand zum Vordermann halten, was auch gut funktioniert. Aber da, naja, es ist ein großes Fahrzeug, dementsprechend hält er selbst in der niedrigsten Stufe einen eher größeren Abstand, weil der Bremsweg durch das Gewicht einfach eben etwas länger ist. An dieser Stelle, es tut uns auch nochmal leid, dass wir den Trailhawk leider nicht ins richtige Gelände entführen können. Es war zeitlich einfach nicht drin, aber wie gesagt, die Plakette sagt ja eigentlich schon alles aus, was man über dieses Fahrzeug wissen muss. Dementsprechend ist auch nur demjenigen an dieses Fahrzeug zu raten, der durchaus im tiefsten Wald lebt und da nur mit so einem Fahrzeug hinkommt. Denn man merkt schon in der Stadt oder gerade auf der Autobahn oder auf längeren Strecken, da wird es durch die ruppigen Reifen doch etwas rauer im Innenraum. Dementsprechend ist dem Jeep Grand Cherokee Trailhawk nur ein wirklich unwegsames Gelände zu empfehlen. Zum Abschluss des Videos noch die Punkte Garantie. Es gibt nämlich 2 Jahre Neuwagengarantie ohne Kilometerbegrenzung sowie 2 Jahre auf den Lack ebenfalls ohne Kilometerbegrenzung, 2 Jahre Mobilitätsgarantie und 7 Jahre gegen Durchrostung auch wieder ohne Kilometerbegrenzung. Dementsprechend war es das jetzt auch mit dem Video zum Jeep Grand Cherokee Trailhawk. Solltet ihr noch Fragen haben, dann jetzt los damit in die Kommentare. Wie gesagt, schade, er gehört eigentlich wirklich ins Gelände. Da muss er hin, da fühlt er sich wohl und alles andere ist etwas fehl am Platz.
Dementsprechend, sollte euch das Video gefallen haben, gerne mit einem Daumen belohnen. Ansonsten wisst ihr ja, wie es bei uns läuft. Von Sonntag bis Donnerstag findet ihr immer ein neues Video bei uns. Und sollte euch das nicht ausreichen, dann gibt es auch noch ein paar neue schicke Bilder auf Instagram. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.